Hallo und herzlich willkommen in der Schützezeit. Jetzt gehen wir vollends in die dunkle Jahreszeit hinein. Die Natur ruht und so können auch wir uns weiterhin intensiv mit uns selbst befassen, weil es da draußen relativ wenig an Ablenkung für uns gibt. Mein Name ist Sylvia Krotsch. Ich arbeite seit mehr als 30 Jahren als Astrologin und Diplompsychologin in Berlin und unterstütze Menschen dabei, ihren Weg in ein erfülltes Leben zu entdecken. Heute finden Sie hier den 9. Teil der 12-teiligen YouTube-Serie, mit der ich Sie durchs Jahr begleite. Jeden Monat, ungefähr so um den 20. herum, erscheint ein neues Video zu dem Tierkreiszeichen, das aktuell am Himmel steht. Jetzt also zum Schützen. In diesem Video geht es allerdings nicht um die Charakteristika, die Menschen, die zur Schützezeit geboren sind, angeblich haben sollen. Ziel ist vielmehr, Ihnen einige Vorschläge an die Hand zu geben, wie Sie die Schützezeit am besten für sich nutzen können. Völlig egal, in welchem Tierkreiszeichen Sie persönlich geboren sind. Bevor ich aber mit den Vorschlägen für die Schützezeit gleich loslege, schauen wir uns erstmal an, was jetzt in der Natur geschieht. Da draußen ist es gerade sehr unwirtlich. Wer im Norden wohnt, hat an einigen Tagen das Gefühl, dass es gar nicht mehr hell werden will. Aber auch im Süden sieht es nicht sehr viel besser aus. 8 Stunden am Tag ist es halbwegs hell, der Rest ist dunkel. Die Natur bietet einen kahlen Anblick. Manchmal hängt da noch ganz aus Versehen ein buntes Blatt am Baum, aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Bäume stehen jetzt hauptsächlich als Gerippe da, Felder und Gärten sind weitgehend leer. In den Niederungen hält sich manchmal fast den ganzen Tag über der Nebel. Befindet man sich aber zum Beispiel auf einem kleinen Berg, reicht der Blick viel weiter als sonst. Dazu kommt die zunehmende Kälte, die Feuchtigkeit und ausgiebige Regenfälle. Manchmal mischen sich schon die ersten Schneeflocken darunter, das Ergebnis ist dann meist allerbestes Schmuddelwetter. Beeindruckend ist aber, dass jetzt viele Nächte besonders klar sind und der Sternenhimmel den Blick nach oben zieht. Besonders wenn man auf dem Land lebt, kann man erleben, dass der Himmel irgendwie näher zu sein scheint als sonst. Und obwohl die Natur wie erloschen scheint, bereitet sich in Wahrheit bereits neues Leben vor. Denn in der Skorpionzeit sind viele Pflanzen und auch Früchte am Boden verfault. Die herausgefallenen Samenkörner quellen jetzt aber durch die Feuchtigkeit am Boden auf und werden gleichzeitig durch den Regen tiefer in die Erde geschwemmt. Dort bilden sie dann die Grundlage für neues Leben. Was können wir nun daraus für uns ableiten? Eigentlich könnte nun in unserer Seele genau die gleiche Stille heraufziehen wie in der Natur. Und würden wir diese Stille zulassen und uns nicht durch den jetzt losbrechenden Vorweihnachtsrummel ablenken, dann würden viele von uns in sich eine Art Sehnsucht spüren können. Diese Sehnsucht wird aber gerne missverstanden. Viele schieben sie auf das schmuddelige Wetter, auf den Mangel an Sonnenlicht oder Vitamin D und würden am liebsten in den nächsten Flieger steigen. Es wird daher viel über das Wetter geschimpft und alle Hoffnung richtet sich entweder auf den nächsten Urlaub oder doch wenigstens auf das Frühjahr. Das ist natürlich total verständlich. Aber diese Sehnsucht zu fragen, was sie uns wirklich sagen will, ja sogar mit dieser Sehnsucht zu arbeiten, das wäre unter Umständen für unser weiteres Leben wirkungsvoller, als uns zum Beispiel nur mit irgendwelchen Aktivitäten abzulenken. Wir sollten nämlich nicht meinen, dass dieses Durchhängen im Winter gottgegebenes oder besser wettergegebenes Schicksal sei. Je weniger Sonne wir nämlich in unserem eigenen Leben haben, je weniger sinnvoll wir es empfinden, desto stärker erwischt uns jetzt in der dunklen Jahreszeit die schlechte Stimmung. Im Sommer oder im Herbst können wir uns noch gut ablenken, was bei dem Wetter da draußen
uns jetzt natürlich nicht mehr so gut gelingt. Und diese eher gedämpfte Stimmung auszuhalten, mit ihr zu sein und ihren wahren Grund herauszufinden, das ist die Chance, die in der Schützezeit liegt. Denn jetzt geht es darum, sich mit der Frage zu befassen, was unser Herz wirklich wärmt. Was unserem Leben einen Sinn verleiht und uns hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt. Die Schützezeit lädt uns also dazu ein, uns nach unserem ganz persönlichen Sinn zu fragen, danach, was wir hier auf der Welt eigentlich erledigen und erleben wollen. Um dieser Frage näher zu kommen, habe ich 3 Schritte ausgearbeitet, die aufeinander aufbauen. Bitte lassen Sie sich dabei aber Zeit, die Frage nach einem sinnvollen und erfüllten Leben lässt sich nicht mal schnell nebenbei beantworten. Mein erster Vorschlag ist, dass Sie sich zunächst 3 Fragen stellen. Ich habe Ihnen diese 3 Fragen auf meiner Website unter das Video gepackt, denn es wäre auch gut, diese Fragen schriftlich zu beantworten. Die erste Frage lautet: Wovon habe ich als Kind geträumt? Ich weiß, dass sich einige nicht mehr daran erinnern können, wovon sie als Kind geträumt haben. Und sie wissen oft auch nicht mehr, was sie als Kind besonders gerne gemacht haben. Das ist meist ein Hinweis darauf, dass das Unbewusste beschlossen hat, den Zugang zur Kindheit abzusperren, weil Dinge passiert sind, die dem Kind damals wehgetan haben. Aber gerade in unserer Kindheit finden wir die Antwort auf die Frage, was unserem Leben seinen ganz besonderen Sinn verleiht. Es würde also sehr lohnen, den Zugang zur Kindheit wieder zu finden, zum Beispiel mit professioneller Hilfe. Manchmal gelingt das aber auch alleine oder im Gespräch mit Freunden oder mit Hilfe von Büchern. Hier allerdings sollten wir uns nicht überschätzen. Unsere Abwehrmechanismen gegen Erinnerungen sind meist so stark, dass wir sie nicht einfach durch eigenen Entschluss außer Kraft setzen können. Fakt ist aber, dass das Kind gewusst hat, was es am liebsten in diesem Leben tun und erleben würde. Aber auch die zweite Frage führt uns auf die richtige Spur, nämlich: Was tue ich besonders gerne, auch wenn ich nicht dafür bezahlt werde? Jeder von uns hat etwas, das er am liebsten macht. Manchmal sind das auch mehrere Dinge. Der Sinn des Lebens ist nie eindimensional, sondern besteht oftmals aus einem Korb ganz vieler Aktivitäten, denen wir uns stundenlang widmen könnten. Und dann kommt noch die dritte Frage: Welche Werte habe ich? Unter Werten verstehe ich solche Begriffe wie Freiheit, Unabhängigkeit, Liebe, aber auch Lernen, Weiterentwicklung, Weisheit, Mitgefühl, Freundschaft oder Engagement für die Menschheit. Das sind jetzt nur ein paar Werte. Unter dem Video finden Sie auf meiner Website eine Tabelle mit ganz vielen Werten. Aber bevor Sie dort nachschauen, vielleicht fallen Ihnen doch ganz spontan 3 Werte ein, die Ihnen besonders wichtig sind. Wenn Sie sich dann mindestens eine oder vielleicht sogar alle 3 Fragen, am besten sogar auch schriftlich beantwortet haben, dann vergleichen Sie im nächsten Schritt Ihre Antworten mit dem, was in diesem Jahr geschehen ist und was Sie erlebt haben. Haben Sie zum Beispiel etwas gemacht, das Sie auch ohne Geld tun würden? Wurden Ihre wichtigsten Werte erfüllt und konnten Sie einen Traum leben, von dem Sie schon immer geträumt haben? Oder haben Sie vielleicht vieles nur um des Geldes willen getan oder weil Sie dachten, dass andere das von Ihnen erwarten? Vielleicht ist Ihnen ja das Engagement für Menschen ein wichtiger Wert, Sie arbeiten aber in einer Firma, in der die Humanität mit Füßen getreten wird. Vielleicht lieben Sie es, sich persönlich weiterzuentwickeln, sind aber selber in Ihrem Einsatz für die Familie dieses Jahr ziemlich unter die Räder gekommen.
Am besten, Sie listen einmal auf, was Sie dieses Jahr beruflich getan haben, welchen Hobbys Sie nachgegangen sind, wo Sie waren, was Sie Neues gelernt haben und mit wem Sie am meisten Kontakt hatten. Und dann vergleichen Sie das mit Ihren Antworten, die Sie sich zu den drei Fragen gegeben haben. Aus dieser Rückschau leitet sich dann der nächste Schritt ab. Schauen Sie nach vorne. Damit ist nicht nur das nächste Jahr gemeint, sondern auch 2, 3 Jahre darüber hinaus. Es geht auch jetzt nicht darum, jetzt schon ganz konkrete Ziele zu definieren. Es geht eher darum, Ihr Leben mehr in die Richtung zu drehen, dass es den drei Antworten, die Sie sich im ersten Schritt gegeben haben, mehr entspricht. Da braucht der eine oder die andere vielleicht nur eine ganz kleine Kurskorrektur. Es kann aber auch sein, dass Sie merken, dass Sie auf einer ziemlich falschen Spur unterwegs sind. Sollte letzteres der Fall sein, gönnen Sie sich vielleicht eine Unterstützung, die Ihnen hilft, Ihr Leben mehr in die Richtung zu drehen, die sich in Ihrem Herzen gut anfühlt. Zum Schluss fasse ich die drei Vorschläge für die Schützezeit nochmal zusammen. Erstens, stellen Sie sich 3 Fragen. Wovon habe ich als Kind geträumt? Was tue ich, auch ohne dafür bezahlt zu werden? Was sind meine wichtigsten Werte? Zweitens, betrachten Sie das laufende Jahr unter dem Blickwinkel Ihrer Antworten. Und drittens, schauen Sie nach vorne und planen Sie Veränderungen, die Ihrem Leben mehr Sinn verleihen. Ich freue mich natürlich jetzt über ein Like und wenn Sie keine weiteren Videos verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach meinen Kanal. Und vergessen Sie nicht, die Glocke zu drücken, dann werden Sie vom Erscheinen meiner Videos informiert. Um den 23. Dezember herum gibt es dann ein Video darüber, was besonders gut in die Steinbockzeit passt. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Sylvia Krotsch.